Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute ausnahmsweise mal ohne Facecam, weil ich diese Folge relativ zeitnah aufnehme zum Erscheinungsdatum. Und ohne Facecam geht das Ganze ein bisschen schneller zu rendern. Ja, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben heute hier wieder eine feinste Partie zwischen zwei absoluten Profis natürlich. Heute in einem ZVP auf den Ruinen von Ceras. Hier links oben gespawnt für Polen. Es ist Nercio. Natürlich auch gleichzeitig noch für Acer unterwegs. Aber da wir hier Nation Wars Spiele sehen, geht es hauptsächlich darum, dass er für Polen spielt. Auf der anderen Seite haben wir in blau gespawnt den Protoss vom Team Invasion für die Niederlande antretend. Es ist Harstem. Ja, und wir sehen hier ein Gateway auf Seiten von Harstem. Auf der anderen Seite gibt es die Hedge First. Soweit eigentlich relativ normal. Jetzt ist die Frage, sollte jetzt hier der Pool kommen oder soll es die dritte Hatchery geben? Das sind ja beiden Möglichkeiten, die der Zerg hier eigentlich hat. Noch lässt sich das Ganze nicht sagen. Ja, doch, da soll der Pool kommen, so wie es aussieht. Die Frage ist dann, ob danach noch das Gas kommt. Da ist auf jeden Fall der Pool. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier nach dem Gateway scheinbar den Nexus. Wir sehen hier fast 400 Radien bei Harstem. Das spricht eindeutig für den Nexus, der hier jetzt auch kommt. Die Probe hier scoutet das Ganze, hat vorher rechts oben gescoutet, sieht aber jetzt hier, oh, da ist ja eine Hatchery, also wird der Zerg hier gespawnt sein. Sieht jetzt auch den Pool hier gleich und weiß Bescheid, okay, Hatchery first, dann der Pool. Hier kommt die dritte Hatchery, nach dem Pool natürlich, von daher ist es nicht so wild. Wir sehen aber hier Gasless, also kein Gas, wird keine Sweetlinge geben in naher Zukunft, höchstens normale Linge und Queens zur Verteidigung. Bei Harstem kommt jetzt der Cybernetics Core hinterher, dann der zweite Gas. Frage ist, ob hier noch ein Gateway kommen soll, sieht eher nicht danach aus, also wird es hier keinen großen Adept Pressure geben, vielleicht mit einem Gate. Wir sehen hier, der Ready Point ist hier schon nach drüben gerichtet, nö, wo ist denn der hin? Zum Mod Tower oder wie? Ja doch, hier halb nach drüben. Die Probe steht hier noch weiter rum. Weiß inzwischen hier auch von der dritten Basis. Scoutet, ob Linge kommen wahrscheinlich. Das ist nicht der Fall. Und kann so deshalb noch weiter wegkommen. Genau, der erste Adept kommt jetzt. Ready Point wird nach drüben gerichtet. Soll also da ein bisschen pressuren. Dadurch, dass aber nur einer ist aus einem Gateway, gibt es da keine weitere Aggression. Stattdessen soll das Stargate kommen hier. Also entweder Phoenixes oder ein Oracle. Ich weiß nicht, was der Harstem präferiert. Ich könnte mir sogar ein Oracle vorstellen. Mal schauen. Natürlich beide sehr stark gegen Zerg, vor allem im Early Game. Wobei das Oracle natürlich nur Schaden machen kann, wenn der Zerg da eigentlich nicht drauf vorbereitet ist. Und so wie hier der Waypoint des Stargates gerichtet ist, sieht das eher nach Phoenixen aus. Denn damit kann er natürlich sicheren Schaden machen, kann hier versuchen, die Overlords abzuräumen. Hier ist zum Beispiel einer. Den könnt ihr auch kriegen, die sind sehr, sehr weit über die Map verpeilt. Und wenn er ein paar mehr Phoenixes hat, kann er natürlich ein paar Drohnen hier rausnehmen, so. Hier ist allerdings jetzt erstmal der erste Adept im Einsatz. Wir folgen mal dem Schatten hier. Okay, der wird abgebrochen, denn hier stehen Vierlinge. Das will er nicht riskieren. Stattdessen wird dieser Adept erstmal zum Scouting benutzt. Wir sehen jetzt hier, die Fähigkeit ist schon wieder einsatzbereit. Jetzt kommt eine Queen runter, die den angreifen soll. Ja, und ich denke, der Schatten wird wieder abgebrochen. Nee, doch. Jetzt ist er wieder abgebrochen worden, okay. Da sehen wir den ersten Phönix, der rauskommt. Der jetzt hier, wie gesagt, versuchen soll, Overlords abzugreifen. Da ist allerdings kein Overlord, wo er hier gerade rumfliegt. Sollte allerdings jetzt diesen Overlord hier gleich sehen und den dann auch dementsprechend abgreifen können. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt die dritte Basis, davon weiß Nurture Bescheid. Zwei Adepten halten hier Nurture auf Trab. 18 Linge für ihn, 20 Linge. Das sieht also nach einem Pressure Build auf die dritte aus. Speed ist allerdings bei weitem noch nicht durch, das dauert noch. Evolution Chamber hier kann also damit auch eventuelle Linge demnächst reindroppen. Aber genau das werden ja hier die Phoenixes verhindern. Ich kann mir vorstellen, dass dafür die Evolution Chamber gedacht war. Ich glaube nicht, dass jetzt hier ein Upgrade so schnell dazu kommt. Ich glaube, er wollte einfach ein paar Linge hier in die Mainbase droppen. Das klappt allerdings hier wirklich nicht. Sehr schön gemacht von Harstem. Ja, die Linge machen sie jetzt hier auf dem Weg, sind ganz schön viele. Und Harstem hat kaum was, um das abzuwehren. Da helfen natürlich dann wieder die Phoenixes kaum. Die Frage ist, wo ist der Mothership Core? Es gibt gar keinen Mothership Core. Dann sehe ich nicht, wie er das halten soll. Er weiß auch noch nichts davon, von diesem Push. Die Phoenixes fliegen leider genau nicht darüber. Speed ist gleich durch. Also wird auf jeden Fall hier den Nexus entweder canceln können oder, wenn er sogar Glück hat, wird der Nexus fertig und er kann einen fertigen Nexus abreißen.
Und ich denke, so wird es auch werden, denn Hachzim hat einfach nichts, um das hier aufzuhalten. Kein Mothership Core. Kann froh sein, wenn er es hier überhaupt hält. Das sollte dagegen wohl klappen. Aber er hat es hier noch geschafft, das wenigstens zu canceln. Hat also nur den Nexus hier, nur die 100 Mineralien verloren und natürlich die Zeit. Jetzt ist der Mothership Core doch da. Komisch, der wird doch gerade gar nicht angezeigt. Jetzt wieder angezeigt, okay. Er ist auf jeden Fall da. Das heißt, da wird Nerd hier natürlich nicht durchkommen. Und wir schauen uns mal auf dem Drone-Count hier um. Da hat der Protoss aktuell zwei Probes mehr, als der Zerg Drohnen hat. Also das ist eigentlich eher eine positive Entwicklung. Aber da sollte Hastem nicht rausnehmen. Das ist zu wenig, was er hier hat, um so viele Dinge einzugreifen. Vor allen Dingen, weil sie ihn surrounden können. Jetzt ist sogar hier offen. Okay, es gibt aber den Surround. Alle Einheiten von Hastem würden sterben, wenn hier nicht der Recall available wäre. Viel zu viel Englisch hier mittendrin. Aber egal. Aber jetzt kommen die Linge durch und das sieht gar nicht gut aus für Hastem. Überhaupt nicht hier. Für den Niederländer. Die Linge sind in der Basis. Hier gibt es schon ein wenig Eco-Schaden. Drei Probes gehen dort down. Weitere Linge kommen hier hoch. Sehr schöner Warp-In hier vom Adepten hier. Damit kommen die weiteren Linge nicht in die Basis. Und es sieht so aus, als könnte... Ist hier ein Force-Field? Nein. Als könnte das aber hier aufgehalten werden. Ja, hier ist nur noch ein Ling. Der kann nochmal scouten, aber mehr auch nicht. Jetzt soll es hier wieder den Nexus geben. Da ist allerdings sind noch zwei Linge, die das verhindern. Und inzwischen hat Nurture hier auch hochgedroht. 65 Drohnen haben wir jetzt. Hier stehen ganz schön viele Overlords, die natürlich sich alle hier über den Sporkron versammeln, damit die Phoenixe da nicht angreifen können. Die sind nämlich hier oben schon unterwegs. Haben allerdings noch keinen Kill. Doch, einen Kill gibt's. Das ist aber erstaunlich wenig. Das hat er immerhin geschafft. Hier sollte eine dritte gebaut werden mit dieser Drohne. Die wurde aufgehalten. Und jetzt kommen hier ein paar weitere Linge. Wobei das nicht genug sind. Ich denke, jetzt sollte Hastem langsam seine dritte hier etablieren können. Nochmal wieder, können hier in Overlord abgegriffen werden, aber wir sehen hier, da ist absolut noch genug Supply frei. Gibt auch zwei weitere Overlords hier. Das Upgrade für Overlords ist natürlich sehr, sehr wichtig hier gegen Phoenixes, damit die Overlords nochmal davon kommen können. Denn dann wird das ganz schön schwer, die noch zu töten, bevor sie sich in die Reichweite eines Sporkrons gerettet haben. 7 Drone Kills, das ist schon mal ein bisschen was, sehr gut. Plus 1 für die Linge, beziehungsweise für die Nahkampfeinheiten ist jetzt durch für den Zerg. 10 Runden gefallen, jetzt sind es nur noch 63 zu 50 Probes. Der Nexus ist allerdings immer noch nicht fertig. Und das sollte sich hier im Income bemerkbar machen. Wir sehen hier 1650 ungefähr. 1700 teilweise sogar zu 1200, also das ist schon ein Unterschied. Allerdings schon wieder eine Drohne mehr gefallen. Jetzt machen sich langsam die Phoenixes hier mal bezahlt. Wie sieht es denn mit der weiteren Tech-Choice hier aus? Es gibt Zealot Speed, es gibt eine Robo. Das Stargate wird aktuell nicht weiter benutzt. Hier kommt das Templars Archive dazu. Auf der anderen Seite haben wir Hydras, die natürlich kein Upgrade haben. Stattdessen das Upgrade hier, das +2-Attack-Upgrade für die Linge. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt demnächst schon einen Switch auf Ultralisten geben soll. Also das ist hier ganz klar aus Late Game ausgerichtet, denn die Hydras profitieren da ja, wie gesagt, nicht von. Die Hydras sollen jetzt allerdings wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass die Phoenixe keinen Schaden mehr machen. Und dass er nicht an einem möglichen Push jetzt sterben würde. Er weiß natürlich davon, dass hier die dritte steht. Ja, weiß er. Also geht noch nicht von einem, oder geht nicht von einem 2-Bessel-In aus. Mit Zealot Speed ist man allerdings auch sehr gut gegen Hydras vorbereitet. Man kommt nicht sehr schnell dran und Hydras halten ja nicht viel aus. Jetzt ist die Frage, soll es hier Arkans geben oder soll es hier Storm geben? Nein, es soll Arkans geben. Ja, ist immer ganz gut. Wobei Arkans halt sehr schnell auch von Hydras besiegt werden können. Da kommt es sehr, sehr aufs Micro an, beziehungsweise wie viele Zealots davor sind, um den Schaden der Hydras abzufangen. Muskelverstärkung hier als Upgrade, also das Upgrade für die Hydras, die dadurch jetzt eine höhere Range haben und eine höhere Geschwindigkeit. Denn die Reichweite ist gelb unterlegt, das heißt, sie ist höher und die Bewegungsgeschwindigkeit ist auch gelb unterlegt, ist deshalb höher. Beides durch das eine Upgrade hier ja in Legacy of the Void kombiniert. 2-0 jetzt im Bau für den Protoss, beziehungsweise im Bau ist schon gut, das ist fast fertig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Roaches und es gibt Lurker. Einen müsst ihr allerdings nur. Es gibt nur den Lurker, denn so rum. Es soll aber hier Lurker demnächst geben. Und wir sehen allerdings immer noch keinen Hive-Tech im Bau. Also dafür, dass er hier die Nahkampfeinheiten-Upgrades hat und deshalb eigentlich auf Ultras gehen sollte. Denn für Linge hat das ja sicherlich nicht genommen, denn davon hat er kaum noch welche. Hat er überhaupt noch welche? 4 Stück, also für die lohnt sich natürlich das Upgrade nicht. Aber dafür hat er echt ganz schön stark hier die Upgrades durchgedrückt, ohne dass seine eigentliche Armee davon profitiert. Storm gibt es jetzt auch vom Protoss, während es hier scheinbar zu einem Fight kommen wird.
Ah, oh, das ist nicht viel, was hier Haston hat. Vor allem gegen die Roaches. Ein Immortal und ein Arken, der reinhauen kann. Viel mehr allerdings nicht. Overcharge natürlich trotzdem. Oh, der Arken. Geht er down? Hat jetzt keine Schilde mehr. Er profitiert ja eigentlich nur von den Schilden. Die Hitpoints sind ja quasi nicht vorhanden. Das sieht sehr schlecht aus hier für Haston. Die Armee ist einfach zu klein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er seine dritte so spät erst zum Laufen bekommen hat. Läuft immer wieder drauf und zurück, aber Storm braucht echt noch 15 Sekunden hier. Also sehr gutes Timing von Nergio. Ah, das sieht schlecht aus. Hier gehen auch schon die Gateways down, die Forge ist unpowered. Gut, da war auch gerade kein Upgrade drin. Hier werden schon offensive Lurker gemorpht. Und da ist das WW, bzw. GG natürlich, von dem blauen Protoss. Das heißt, Nergio gewinnt das Spiel und holte damit einen Punkt für Polen hier im Nation Wars. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, dann hoffentlich wieder mit Facecam. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!